Thank you.
ausgehen. Als er die letzten Häuser der Zivilisation hinter sich ließ, begannen seltsame, uralte Tempelruinen den Weg zu säumen. Joaquin wurde mulmig. Wie würden die Guyavus ihn empfangen? Das erste Mal auf seiner Reise sehnte er sich nach seinem Zuhause und wünschte sich, bei seiner Familie zu sein. Überall, wo der weiße Mann die Erde berührt, ist sie verwundet, fuhr Mame fort.
Deshalb wollen wir keinen Kontakt. Wir lehren unsere Kinder, die Gesetze der Natur und des Lebens zu achten. Sie lernen, die Zeichen von Mutter Erde zu erkennen und alles zurückzugeben, was sie von ihr erhalten. Wir erklären ihnen, dass sie auf ihre innere Stimme hören sollen, während sie ihren Weg durchs Leben gehen. Komm, sprach Mame weiter, wir müssen zu den Hütern des Tempels und von dort zur heiligen Quelle meines Volkes gehen, um den Stein an seinem Ursprungsort wieder einzusetzen.
Isabella, um sich allein den wertvollen Stein unter den Nagel zu reißen. Und das ist das! Gesellschaft, die niemanden ausgrenzt.
Doch auch unsere Körper können nicht ewig existieren. Ewig ist nur das, was während des Lebens und darüber hinaus Bestand hat und für immer in uns bleibt. Und sie von Generation zu Generation weiter als das Geheimnis der Ewigkeit.